Minuten. Okay. Kuchen sagt wegen nach rechts, ich bin eine Pipeline nach rechts. Er hat es endlich eingesehen, was ich ihm schon vor Jahren gesagt habe. Jo, Freunde der rechten Pipelines. Wisst ihr noch, als Proletopia vor 2,5 Jahren in einem Video das hier behauptet hat? Servus Leute. Ihr könnt euch noch ganz bestimmt an die letzten Livestreams erinnern, in denen ich gesagt habe, dass KuchenTV in Wirklichkeit der Anfang einer Pipeline ist, die dich nach rechts zieht. Und Kuchen hat natürlich gesagt, nein, bin ich nicht, war's doch, das gibt's doch gar nicht. Und wir alle haben gesagt, hä, was für ein Quatsch. Also, das stimmt auf gar keinen Fall. Und versteht mich nicht falsch, ich bin immer noch nicht der Meinung, dass ich eine Pipeline nach rechts bin, aber in letzter Zeit fällt es mir doch des Öfteren auf, dass viele meiner Zuschauer rechts geworden sind. Und ha! Ich hatte also die ganze fucking Zeit rechts. Ich hab's dir gesagt, du hast es mir nicht geglaubt. Nein, das ist natürlich Schwachsinn. KuchenTV ist keine Pipeline nach rechts. Ich glaube, dass dieses Gerede darüber, IQ-Glockenkurve, ja, absolut. Ich glaube aber, dass dieses Gerede über Pipeline nach rechts sehr viele Leute rechts gemacht hat. Ja, das Verhalten vieler Leute gegenüber Kuchen und die Abwehr von Kuchen, der sich dann gegen diese Vogue-Bubble gewendet hat, weil sie einfach wirklich dreckig mit ihm umgegangen sind, hat dazu geführt, dass sehr viele Leute, die rechts sind, natürlich in Kuchen eine Art Zulauf gefunden haben, weil der sich ja gegen die gleichen Leute wehrt, die ihnen auch am Sack gehen. Ja? Also kann ich das durchaus nachvollziehen. Ja, deswegen sind wahrscheinlich jetzt viele rechts, aber jetzt stellt sich Kuchen offen gegen Rechte, wie letztens gegen Eingolan, haben wir uns das angeschaut, gestern oder vorgestern oder wann. Ja, jetzt merkt er, dass die rechts sind. Selbst das ist mir übrigens im Grunde vollkommen egal. Denkt einfach, was ihr wollt, das juckt mich wirklich überhaupt nicht. Also zumindest solange ihr die Videos ohne App-Blocker guckt und ich trotzdem Geld dafür kriege. Aber eine Sache, die mir in letzter Zeit so aufgefallen ist, dass ich sowohl auf KuchenTV als auch auf KuchenTV Uncut, meinem Reaction-Kanal, wenn ich mal rechte Punkte kritisiere, sehr viele Dislikes bekomme und auch sehr viele weirde Kommentare. Das Ganze ist auch nicht nur bei mir so. Alicia Joe hat ja vor einiger Zeit das Video über die rechten Influencer hochgeladen und auch da hat sie eine Menge Dislikes. Ja, die Rechten sind einfach fucking sehr stark im Internet, ja, weil Linke einfach das verschlafen haben. Dislikes kassiert. Gut, das wird jetzt nicht nur ihre Community sein. Und Linke, wenn zum Beispiel er jetzt gegen Rechte geht, würde Linke gar nicht da rausgehen und einfach sagen, okay, ich muss jetzt Kuchen liken, weil der hat gerade gegen die Rechten geschossen. Ich muss Kuchen unterstützen, damit er sieht, dass solcher Content zieht. Und deswegen supporte ich ihn jetzt mit diesem Content und Kuchen wird dann mehr Content machen gegen die Rechten. Das wäre die logische Logik, wenn die Linken klug wären. Ja, das ist, was Rechte machen zum Beispiel. Wenn Rechte sehen, du machst Content gegen ihre Feinde, dann liken sie deinen Shit. Und es ist ihnen egal, wer du bist, ob du auf ihrer Seite bist oder nicht. Sie geben dir nur zu verstehen, mach weiter so, du kriegst von uns Klicks, du kriegst von uns Geld, du kriegst von uns Likes. Hör nur nicht auf, unsere Feinde zu hassen, so wie wir. Da bist du uns nützlich. Linke denken umgekehrt nicht so. Die denken, der könnte jetzt buchstäblich die Rechten in Grund und Boden bashen, die Linken würden dastehen, ja, aber es ist KuchenTV. Man kann nicht mit KuchenTV. Deswegen kackt die Linke ab. Anfang an war die Bewertung da nicht so gut, wie das sonst der Fall ist. Mein Video zu Eingolan am Mittwoch hat zum Beispiel deutlich mehr Dislikes als meine anderen Videos. Und wenn ich auf KuchenTV Uncut zum Beispiel einen Weird Flex kritisiere, weil der Feminismus-Themen komplett oberflächlich und falsch bewertet, dann kann ich mir sicher sein, dass es da auch einige Dislikes hagelt. Mit diesem Video hier will ich euch übrigens auch nicht sagen, dass ihr solche Dinge bei mir nicht mehr kritisieren dürft, aber bei einer Shoyoka machen wir uns durchgehend darüber lustig, dass sie lügt, Sachen verdreht, Dinge komplett falsch darstellt oder Dinge aus dem Zusammenhang reißt. Aber ich merke in den Kommentaren, dass Rechte genau das Gleiche tun, wenn man mal ihre Punkte kritisiert. Abso-fucking-lut! Pseudo-Linke sind Pseudo-Rechte. Yes, Bruder! Fuck yeah! Pseudo-Linke sind Pseudo-Rechte. Die sind einfach fucking die gleichen. Diese Pseudo-Woken auf der einen Seite und die Rechten auf der anderen Seite. Same, same einfach. Genau die gleichen Charaktere mit dem gleichen Shit. Sie wollen nur ihre Lügen hören. Sie wollen in einer Lügenwelt leben und wenn du diese Lügenwelt einfach bestätigst, dann bist du cool. Wenn du sie nicht bestätigst, bist du eine Hexe. That's it einfach. So simpel ist es. Ja? Und genau deswegen darf man nichts von dem fucking bestätigen, was sie sagen.
Als Beispiel mal ein Kommentar, der so dämlich gewesen ist, dass ich den angepinnt habe. Kann es sein, dass du ihr richtig in den Allerwertesten kriegst? Egal wer was gegen sie sagt und egal ob die alle recht haben oder nicht, du bist immer auf ihrer Seite. Hast du so einen Schiss, dass sie eines Tages am Sonntag ein Video gegen dich macht oder willst du sie nur knallen? Ich meine das ganz ehrlich, wieso? Ja, das ist der gleiche Move, den man auch bei Dave gemacht hat von eurer Seite, wo man gesagt hat, du willst sie eh einfach nur ficken, aber sie lässt dich eh nicht dran, ja? So kommt der Boomerang zurück. Bist du so fanatisch, wenn es um diese eine Frau geht? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Also erstmal war das mein erstes Verteidigungsvideo zu Alicia und selbst da habe ich sie in ein, zwei Punkten kritisiert. Übrigens ist auch Sascha diejenige, die immer am Sonntag ein Video hochlädt, aber Frauen sehen sowieso alle gleich aus. Naja, fast, ich habe mal nachgeguckt, so ein paar Unterschiede gibt es da ja irgendwie schon. Der Kommentar macht halt inhaltlich überhaupt keinen Sinn. Was er sagt, ist nachweislich falsch. Und der Kommentar ist nicht gekommen, weil er das wirklich so sieht, sondern einfach nur, weil ich nicht auf der Seite von Ein Gollan gestanden habe. Flashback zum Video, das ich heute veröffentlicht habe, vom Gespräch mit dem Agitator. Geht mal in die Kommentare, schaut euch an, was die Rechten dort geschrieben haben, weil ich einfach Rechtsextreme kritisiert habe. Ich sag das. Immer das gleiche Playbook. Vor allem muss ich dann als Antwort unter dem Kommentar auch sowas hier lesen. Ich gucke dich seit 2016, aber dieses Video war mega schwach. Das wirkt alles komplett zwanghaft. Bro, hör auf. Hey, ich kenne das. Also, ihr findet das unter meinen Videos, wo ich Rechte kritisiere. Schaut euch das mal an, das ist extrem lustig. Die kommen dann so, also Erwin, ich bin jetzt enttäuscht von dir. Du hast schon ein paar coole Videos und ich habe dir gefolgt. Aber ich muss sagen, hier bist du komplett unreflektiert. Also hier hast du irgendein Problem, das verstehe ich nicht. Tja, das war's für mich. Unfollow, ich kann mir das nicht mehr geben. Ja, Bro, ich weiß, es ist einfach wirklich schlimm, wenn du in einer Lügenwelt lebst und jemand kommt vorbei und hat eine andere Meinung. Das ist einfach wirklich, da kickt die kognitive Dissonanz rein, Alter. Auf meine Videos zu gucken, Real Talk, bitte deabonnier einfach diesen Kanal. Ihr müsst euch das einfach mal überlegen. Der Typ hat sich die Zeit genommen, mir so einen langen Kommentar zu schreiben, dass mein Video nicht gut gewesen ist, aber nennt in diesem Kommentar nicht einen einzigen Punkt, warum mein Video schlecht gewesen ist. Willkommen einfach in der Politik, Bruder. Willkommen in der fucking Politik. Das ist einfach, du bist einfach fucking dort. Du bist einfach fucking dort, wo wir schon seit langer Zeit sind. So funktioniert das jedes Mal. Immer, okay? Ist. Wahrscheinlich aber auch einfach, weil es keinen bestimmten Punkt gibt, den man kritisieren kann, außer dass ich gegen Ein Gollan und damit wahrscheinlich gegen seine Werte geschossen habe. Das Video von Ein Gollan war inhaltlich nun mal einfach nicht gut. Warum können das diese Leute nicht einfach mal akzeptieren? Weil es nicht um Inhalte geht, sondern einfach um Hoffnungen. Sie haben Hoffnungen reingelegt in irgendwelche Werte, in irgendwelche Luftschlösser, wurden reingelegt, Politiker haben ihnen irgendeinen Scheiß erzählt und hin und her und dann kommst du und sagst, naja, deine Hoffnung, also klingt nach Blödsinn, ja, und sein ganzes Weltbild stürzt ein, sein ganzes Leben crumbled. Den Vogel abgeschossen haben dann auch solche Kommentare. Du verteidigst echt die GEZ? Oh Mann, Kuchen, das war leider das letzte Video, was ich mir von dir angesehen habe. Und ich war schon echt lange auf deinem Kanal. Schade. Erstmal, was ist das für eine Aussage? Weil jemand, den du anscheinend seit Jahren feierst, in einer Sache nicht die gleiche Meinung hat wie du, der abonnierst du ihn und guckst einfach seine Videos nicht mehr, oder was? Jetzt willkommen im Irrsinn des politischen fucking Streamens und YouTubens. Es ist krank. Ernsthaft, dachtest du, dass wir für immer in jedem Punkt exakt die gleiche Meinung haben? Noch? Ja, genau das erwarten sie. Und wenn du die nicht hast, das ist genau wie bei den Woken, wenn du die nicht hast, ja, dann bist du einfach Dings, ja, da kommt das ja. Ihr seid Schweine. Ja, ihr seid alle Schweine, wenn ihr andere Meinungen habt. Lustiger wird das Ganze, wenn man bedenkt, dass ich die GEZ ja sogar in dem Video kritisiert habe. Die Öffentlich-Rechtlichen machen da wirklich nur Müll. Auf Klo und gefühlt auch alle anderen, die irgendwas zu diesem Thema... Nicht genug! ...machen bei den Öffentlich-Rechtlichen, sind tatsächlich der absolute Schrott. Generell fällt mir bei... Schau, du musst ja auch denken, dass der Typ vielleicht gar nicht dein Follower ist. Diese Leute lügen ja auch. So ist es ja nicht. Den meisten Kommentaren, die negativ sind, auf, dass nicht irgendwas Inhaltliches kritisiert wird, sondern sehr allgemein... Ja, genau, Kuchen hat leider vieles nicht verstanden. Oh mein Gott, wie viele solche Kommentare ich gekriegt habe.
Ich dachte, Erwin hat's verstanden, aber er hat es noch immer nicht verstanden. Vielleicht wird er es schon bald verstehen. Sagt wird, boah, also das Video, das war jetzt überhaupt nicht gut, dass du das gemacht hast. Und höchstwahrscheinlich, weil ich hier einmal die falsche Seite kritisiere. Bei anderen Videos habe ich nämlich sowas gar nicht. Ein Golan hat übrigens auch eine Instagram-Story dazu hochgeladen und dort hat sie Folgendes geschrieben. KurenTV, komischerweise wird mein Kommentar nicht angezeigt. Bestimmt nur ein Versehen, oder? Und auch das ist mal wieder komplett dummes Framing. Erstmal... Das ist so... Entschuldigung, ich muss so lachen. Das ist einfach buchstäblich das, was, alter Kuchen, willkommen in der Politik. Das ist einfach, sobald Leute sind einfach so fucking dumm in dieser politischen Sphäre. Die gehen einfach auf YouTube, schreiben einen Kommentar, in den Kommentar tun sie einen Link rein, ein Hashtag rein und sagen dann, wieso löscht du meine Kommentare? Warte, lass mich raten. Jeder löscht deine Kommentare, weil du einfach nach all den Jahren noch immer nicht gecheckt hast, dass jedes Mal, wenn du einen Link irgendwo reinschreibst, dass da einfach YouTube deinen Kommentar sperrt und löscht. Da bist du nicht drauf gekommen. Oder so, schreibt irgendwas in irgendwelchen Kommentaren mit Leuten. Wieso werden meine Kommentare entfernt? Also, Erwin zensiert Meinungen. Bro, du musst oben auf Neueste klicken. YouTube ist Trash. Klick einfach fucking oben auf Neueste und dann siehst du deine, wie lang bist du da? Ist das dein erster fucking Tag auf YouTube? Komm schon, streng dich ein bisschen an, aber nein, alles ist 100-mal schwieriger, als einfach sich zum Content Creator zu drehen und zu sagen, du bist eine Zensurhure. Ja, das ist das Leichteste. Oder so, wenn du irgendwas nicht verstehst, irgendwas nicht weißt, einfach Content Creator beschimpfen, wird schon passen, scheiß drauf, wozu googeln? Einfach an der Stelle, einfach wenn du ein Wort nicht verstanden hast, du hättest einfach in Google tippen können, was heißt denn das eigentlich? Nein. Kommentarfunktion und mit Leuten streiten. Obwohl du nicht mal verstanden hast, was Sache ist. Fucking YouTube. Wie will sie das nach 0 Sekunden feststellen, ob der Kommentar da ist oder nicht? Aber YouTube schaltet alle Kommentare offline, wo Links drin sind. Das hat nichts mit dir als Person zu tun und schon gar nicht als Frau. Sie hat später dann auch nochmal unter dem... Sie ist einfach Content-Kreatorin und weiß das nicht. Verstehst du das? Alter, wie mich das triggert. Im Video kommentiert, dass es ja sicherlich nur ein Versehen gewesen ist, dass ich ihr Video nicht verlinkt habe. Zwinker-Smiley. Wenn man in die Beschreibung geguckt hätte, dann würde man sehen, dass ich auch nicht Alicias Video verlinkt habe. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter guckt, dann würde man mitbekommen, dass ich nie die Videos verlinke, um die es geht. Und ja... Oh, weißt du, wie oft ich Kommentare gekriegt habe von deinen fucking Fans, wenn ich auf was reacted habe und es nicht verlinkt habe? Du hättest Kuchen zumindest schon verlinken können. Das ist so eine Scheiße, ey. Das kann man natürlich kritisieren, gar keine Frage. Ich bin einfach zu faul dafür. Aber sie stellt es in ihren Kommentaren so hin, als wenn ich das jetzt absichtlich nur bei ihr nicht gemacht hätte. Ja, vielleicht macht sie das auch absichtlich. Vielleicht weiß sie das und nützt das aus. Natürlich, das kann sein. Und die ganzen Opfer glauben ihr halt, ne? Damit keiner die Möglichkeit hat, das richtige Video von ihr zu gucken. Kann wahrscheinlich einfach, um sich als Opfer darzustellen, die hier mal wieder komplett unfair behandelt wird. Von mir aus feiert sie. Es ist mir komplett egal und ändert auch in meinem Leben nichts. Aber steht doch nicht hinter solchen Sachen. Das ist faktisch gesehen billigstes Framing, um sich als Opfer darzustellen. Wenn das von Choyoka gekommen wäre, dann hättet ihr sie sowas von tot gehatet. Aber bei ihr, wackes Video, kann Kuchen gar nicht verstehen. Ähnliche Kommentare gibt es auch unter meinem T-Tech-Video. Auch da habe ich einige Dislikes bekommen mit solchen Kommentaren hier. Ich sehe kein Problem mit seinen Aussagen. Damit kann man dann auch die ganzen Wettbewerbe abschaffen. Nur noch globale Wettbewerbe starten. Macht man das, bedeutet es nichts mehr, deutsch, iranisch, türkisch oder sonst wie zu sein. Zugegeben, dort waren jetzt auch gar nicht so viele von solchen dämlichen Kommentaren, aber ja, es bedeutet nicht, zufällig irgendeinem Land anzugehören. Es ist vollkommen egal, ob du Deutscher bist oder Pole, weil du 3 Kilometer hinter dieser random Grenze geboren worden bist. Macht Ey, das sind Rassisten, Junge. Die glauben einfach an ihr Volk und ihre Rasse. Und sie sind einfach bereit, eine ethnische Säuberung teilweise durchzuführen. Einfach, also viele Rassisten, ja. Ich sage jetzt nicht, dass irgendwer einzelner bestimmt ein Rassist ist, sondern ich sage, es gibt Leute, die glauben einfach daran. Ja? Das musst du verstehen, du bist in die Politik gekommen. Ja. Das sind, bei den Rechtsextremen ist das so, ja.
es dich als Mensch besser als jemand anderes, weil der ein paar tausend Kilometer südlich von hier auf die Welt gekommen ist? Ja, Bro. Ja, und sie machen ganze Theorien, wo zum Beispiel irgendwelche Leute, die schwarz sind, eine niedrigere IQ haben laut ihnen, weil sie einfach genetisch anders sind. Kein Witz, die glauben das. Unter anderem Schlomo und Co. Ja. Es gibt 800 Milliarden, Zillionen, Billionen Planeten in unserem Universum. Und du beschwerst dich, boah, Digga, der ist 300 Kilometer von mir entfernt geboren, Alter. Also den sehe ich überhaupt nicht hier als Teil unseres Landes. Auch voll. In den Kommentaren wurde genau größtenteils nicht meine Meinung an sich kritisiert oder inhaltlich, sondern man merkt... Ja, jetzt ist Kuchen woke. 5 Jahre lang Woken-Bashing, gebasht werden von Woken und so weiter. Und jetzt ist er einfach woke, Digga. Dass da ziemlich viele rechte Leute sind, die sich daran gestört haben, dass eine iranischstämmige Person... Also ich meine, jemanden woke nennen, okay, aber Kuchen woke nennen, seriously, Kuchen, Alter. Germany geworden ist, also für den Fall... Aber das ist ja einfach, Herwin ist ja auch wieder woke geworden, ne? Weil er einfach sagt, dass Leute Rassisten sind. Bin ich ja woke, ne? Woke, wer Rassismus erkennt. Dass es noch ein Schönheitswettbewerb wäre, ist es ja nicht. Dieses dämliche Schwarz-Weiß-Denken regt mich einfach komplett auf. Ja, ich bin auch gegen diese dummen Vorwürfe, dass alles und jeder rassistisch ist, wie zum Beispiel Wandern. Auch wenn es so scheint, ja, nicht absolut. Jeder hat vielleicht Zugang zum Outdoor-Sport. Immer wenn ich zum Beispiel wandern gehe, bin ich eigentlich die einzige schwarze Person auf dem Weg. Der Outdoor-Sport ist dominiert von weißen Menschen und nicht jeder fühlt sich dort wohl. Ja, das ist los halt. Dieses Phänomen nennt man übrigens Adventure Gap. Das heißt aber nicht, dass ich bei allem, was irgendwas mit ausländischen Personen zu tun hat, dann irgendwie direkt negativ denke. Jeder Mensch ist genau gleich viel wert, egal wo er zufällig geboren wurde. Ha! Der ist links. So ein Linksradikaler. Hört auf, vollkommen egal, auf welcher Seite ihr seid. Wie gesagt, mir ist es egal, wie ihr euch einordnet. Es juckt mich überhaupt nicht. Aber seid doch trotzdem so aufgeschlossen. Auch wenn mal eure Seite kritisiert wird, dass man einsehen kann, dass auch diese Fehler machen. Man kann auch mal Standpunkte der eigenen Seite... Nein, du verstehst es nicht. Diese Leute glauben, dass ihre Rasse ausgelöscht wird. Ja, und sie müssen zusammenhalten und lügen, damit ihre Rasse nicht ausgelöscht wird. Ja, dazu dürfen sie lügen, das ist schon in Ordnung. Ja, oder dürfen sie die gleichen Methoden wie die Wokis anwenden, weil eigentlich in Wirklichkeit ist das okay, weil sie haben ja gute Motive dafür. Sie sind die Guten. Ne? Und das ist einfach hier ganzer Punkt und dem werden sie alles unterordnen. Ja, das sind Rassisten einfach. Ist so. Leute kritisieren, wenn sie logisch gesehen einfach falsch sind. Das ist eine Sache, die ich ja bei den Linken schon seit Jahren in meinen Videos kritisiere, weil die mich auch immer so dämlich fronten. Und da feiert das jeder. Aber ihr seid kein Stück besser. Also diejenigen, die das machen. Genauso wie wenn ich... Fucking, das ist so fucking based. Oh Gott, das ist so ein Balsam auf meiner Seele. Danke, Kuchenmann. Vielen Dank für dieses fucking Video. Ich auf einen Weird Flex kritisiere und der Care-Arbeit einfach nicht versteht. Der hat nämlich in einem Video mal Folgendes gesagt. Also mein Mann macht immer von ganz alleine die Wäsche. Mein Mann putzt, ohne dass ich ihn drum bitten muss, das Bad. Mein Mann kümmert sich um unsere Kinder und kocht. Wow, wir haben so tolle Männer. So dankbar. Hä? Können wir bitte aufhören, das Mindeste, was ein Mann machen sollte, auf ein Podest zu stellen? Ich weiß nicht, wieso man das jetzt so negativ darstellt, wenn beispielsweise der Mann für dich kocht. Natürlich kann man doch auch für diese Dinge dankbar sein. Boah, diesen Typen kann ich überhaupt nicht leiden. Dankbar sein, genauso wie der Mann dankbar dafür sein kann, wenn die Frau für ihn kocht. Ich habe dann darauf reagiert. Und Mrs. Cringe, geht es nicht darum zu sagen, wenn Männer irgendwas machen, dann dürfen wir ab jetzt auf gar keinen Fall mehr dankbar sein. Frauen machen deutlich mehr unbezahlte Arbeit, beispielsweise im Haushalt, als Männer. Hier ist zum Beispiel eine Statistik, wo man sehen kann, dass der Unterschied bei 44% liegt. Hier ist auch nochmal die Aufschlüsselung, wer wie viel Zeit in was genau investiert. Und wenn Männer da mal irgendeine Kleinigkeit übernehmen, obwohl sie ja im Durchschnitt sowieso schon viel weniger machen, dann heißt es oftmals, oh mein Gott, mein Mann ist der Beste, er hat heute tatsächlich einmal die Wäsche rausgeholt, das hat er sonst nie gemacht. Dafür sollte man nicht gelobt werden. Hör auf, erzähl das nicht meiner Frau, hast halt die Fresse. Das sollte das Mindeste sein, dass man sich auch in den Haushalt mit einbringt. Bitte dann halt muss ich aber trotzdem solche Kommentare hier lesen. Männer arbeiten öfter... Ich wollte das Video liken, jetzt werde ich es disliken. So ein Hund einfach.
Vollzeit und like. Körperlich großartiges Video, super. Anstrengenden Berufen. Hinzu kommt, dass die handwerklichen Arbeiten sowie die schweren Gartenarbeiten ebenfalls meist an den Männern kleben bleiben. Frauen kommen ja voll gut weg. Also erstmal bringt er Gartenarbeit als Beispiel, obwohl nicht mal 10% der Deutschen überhaupt einen Garten haben. Was ist das für eine Aussage? Dazu kann man sehen, in der Statistik, die auch in der Reaction zu sehen ist, dass Gartenarbeit sowie... Ja, du sagst, schneid raus, bevor deine Frau das sieht. Meine Frau ist die Cutterin von meinen fucking Videos. Handwerkliche Tätigkeit. Weißt du, was der mir gerade angetan hat? Seiten da sogar schon mit reingerechnet sind. Und ja, da machen Männer halt mal ein bisschen mehr. Aufs Ganze gerechnet ist es trotzdem weniger als das, was die Frauen machen. Vor allem stelle ich mir auch die Frage, wie viele handwerkliche Tätigkeiten gibt's denn so? Als ob jede Woche irgendwas repariert oder aufgebaut werden muss. Also, wenn du so viel Geld hast, dass du dir jede Woche... Wenn du einen Ehemann hast, die ganze Zeit, wenn er geraged ist, einfach irgendwo gegen irgendeinen Schrank ballert... Kann ja schon passieren, dass man öfter anpacken muss. Neue Möbel kaufst, dann kannst du dir auch jemanden holen, der das aufbaut oder generell den Haushalt schmeißt. Und selbst wenn man die bezahlte und nicht bezahlte Arbeit von beiden Geschlechtern zusammenrechnet, dann arbeitet die Frau in der Woche 1,5 Stunden mehr. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht ach, so viel, komm ja nicht sind damit. Aber komm auch zu sehr der hochgerechnet Rechten trotzdem 72 Stunden. Also ich mag diese Woke-Abteilung hier nicht, komm zu der Rechten endlich wieder. Ist schon eine Menge, weg. Oder nicht? Vor allem hat der Kommentarschreiber ja auch das daraus resultierende Problem einfach auch gar nicht verstanden. Ja, Frauen arbeiten öfter in Teilzeit und übernehmen dafür zum Beispiel mehr die Kinder oder den Haushalt. Aber welche Probleme kann es da geben? Naja, genau 2 Stück. Erstmal ist die Frau dadurch extrem abhängig von dem Mann. Das bedeutet, dass sie in den meisten Fällen Rage Against the Einbauküche, der ist gut, der ist irgendwann gut. Keine Möglichkeit hat, die Ehe oder die Beziehung zu beenden, ohne finanziell komplett ruiniert zu sein. Denn ein Teilzeitjob reicht meistens nicht, um sich selber zu ernähren oder dann noch zusätzlich die Kinder. Rechten wieder. Dazu zahlt man bei einem Teilzeitjob natürlich deutlich weniger in die Rentenkasse ein. Frauen sind deutlich häufiger von Altersarmut betroffen als Männer. Und das ist ein Grund davon. Okay. Dazu ist es heutzutage so, dass oftmals auch beide Partner arbeiten, weil vielleicht auch oftmals das Geld nicht reicht. Und auch hier machen Frauen mehr im Haushalt, als es die Männer tun. Der Kommentar ist halt wirklich grenzdebil dumm. Faktisch gesehen kannst du alles widerlegen, was er geschrieben hat. Und ich habe auch nichts anderes in meiner Reaction gesagt. Aber trotzdem hat das Video dann einige Dislikes, weil Leute einfach nicht wahrhaben wollen, dass auch irgendwelche sehr feministischen Leute mein Punkt. KuchenTV hat nichts gegen Rechtsextreme, der hat nichts gegen Rechtsradikale, auch nichts gegen Rassisten. Aber warum werden seine fucking Videos gedisliked? Da kriege ich einfach eine fucking Rage und ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Wieso disliked er meine fucking Videos? Haben und es immer noch Dinge. So ich schwöre, wenn wir irgendwie dazu bringen könnten, dass Kapitalisten Kuchens Video disliken, er würde alleine eine Revolution anführen, der würde den Kapitalismus stürzen. Das wär's. Das wäre das Ende des Kapitalismus. In unserer Gesellschaft gibt, die man mal bearbeiten könnte. Ich bin auch gegen den extremen Feminismus, aber deswegen kann man auch mal anerkennen, wenn es statistisch bewiesen ist, dass es da vielleicht ein Problemchen geben könnte. Auch andere Punkte habe ich kritisiert, wie zum Beispiel das hier. Er kümmert sich um unsere gemeinsamen Kinder. Oh, Husband Material. Nein, die Latte. Das ist ja diese, weil es diesen Spruch gibt, nur weil die AfD sagt, dass der Himmel blau ist, werde ich nicht sagen, dass der Himmel grün ist. Genau so ist es umgekehrt bei Wokies. Nur weil die Wokies sagen, dass der Himmel blau ist, werde ich nicht sagen, dass er grün ist. Es geht in beide Richtungen, Freunde. Männer, ist hier unten. Können wir die bitte anziehen? Dankeschön. Ja, die Latte der Männer ist mit Sicherheit hier unten. Er muss ja nur 10. Was für Weidel die Schnitzel sind, sind für Kuchen die Likes, absolut. 1000 im Monat verdienen, über 1,90 groß sein und einen durchtrainierten Körper haben. Das stimmt halt einfach nicht. Ja, es gibt einige TikToks von irgendwelchen Frauen, die genau das fordern. Ist komplett dumm. Aber zählen die jetzt für jede Frau oder was? Lauf doch einfach mal draußen rum. Das ist einfach sein Geschäftsmodell, ja. Er hat auch einen Tribalismus geschaffen. Sind die einzigen Leute mit einer Freundin irgendwelche reichen 1,90 Leute, die komplett muskulös sind? Digga, jeder Volldepp, der aussieht wie Feiergoden, hat heutzutage... Er hat gerade mich beschrieben und ich kann das bestätigen. Tage eine Freundin. Ja, natürlich haben es Männer im Online-Dating, gerade wenn diese Sachen nicht zu treffen sind, oftmals schwerer. Und auch allgemein, wenn du keine 10 von 10 bist. Gar keine Frage. Aber beim normalen Kennenlernen in einer Bar oder sonst irgendwas ist das nicht so wichtig wie...
wie es dargestellt wird. Wer lernt heute noch Leute in der Bar kennen? Get the fuck out of here. Auch das kann man belegen. Geht einfach mal raus. Mit diesen Sachen habe ich einfach recht. Das ist jetzt auch kein so, boah, Digga, wie abgehoben der ist. Der denkt, der weiß doch alles, oder? Aber diese Sachen sind Fakten. Das lässt sich alles belegen. Und trotzdem gibt es dann Leute, die das disliken oder solche dummen Kommentare schreiben. Nicht, weil ich falsch liege, sondern weil sie es nicht übers Herz bekommen, dem Feminismus auch nur einen einzigen Punkt zu geben. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Wie gesagt, mich juckt eure politische Einstellung wirklich überhaupt nicht. Ich mache hier einfach meine... Mir geht's so fucking um die Likes! Unterhaltungskontent sagt meine Meinung und was ihr privat für Meinungen habt, ist mir wirklich komplett egal. Ich persönlich würde mir aber einfach gerne wünschen, dass auch, wenn ich mal vielleicht in eure Richtung... Das ist der Pädagoge in ihm. Ich bin nicht wütend auf dich. Ich bin nicht wütend auf dich. Aber ich würde mir wünschen, in Zukunft... Du darfst deine Meinung haben, aber ich würde mir wünschen... Schieße, egal ob links oder rechts, dass man aufgeschlossen ist, nicht direkt loshatet, sondern sich mal überlegt, okay, kann er da vielleicht trotzdem einfach einen Punkt haben? Auch wenn man andere... Grüße gehen an alle Leute raus, die mich kritisieren in letzter Zeit. Überfeiert. Heißt es nicht, dass die komplett fehlerfrei sind oder... Eigentlich würde ich lieber meine Eier in die Kamera halten, aber ist iOS. Oder nicht eventuell tatsächlich so Dinge wie Framing begehen oder andere Dinge, die so ein bisschen manipulativ sind. Kommt doch einfach damit klar. Vor allem, wenn es auch nachweislich so ist. Also davon mal ganz abgesehen. Und auch wenn ihr gegen diesen extremen Feminismus seid und es euch nervt, dass man überall dumme TikToks und so weiter sieht, da bin ich ja ganz bei euch, kann man trotzdem in jedem einzelnen Punkt gucken und man kann auch mal sagen, ja, okay, in dem Punkt habt ihr nun mal einfach recht. Das tut wirklich niemandem weh. Und selbst wenn ihr aus Zwang dagegen sein wollt, dann ist es ja in Ordnung. Aber dann schreibt doch wenigstens sachliche Kommentare, wo man sich vorher vielleicht wenigstens ein bisschen informiert hat. Dann schreibt doch einfach, ey, das, was du bei 4 Minuten 30 gesagt hast, sehe ich anders, denn meine Meinung ist so und so. Aber das passiert kaum bei solchen Themen. Es ist meistens einfach ein Gehate, einfach weil man genau diesen Punkt kritisiert hat. Genau das, was ich in meinen Kuchentalks so oft bei anderen Gruppen kritisiere, macht diese Gruppe halt selber, wenn ich mal Videos über die mache. Das ist eine ganz schöne Doppelmoral, oder? Wie gesagt, ist das auch kein groß... Kein Kuchen-TV-Video ohne das Wort Doppelmoral. Das war Teil meiner Community, also selbst diese Videos... Hat schon mal jemand alle Male dran geschnitten, wo er Doppelmoral gesagt hat? Also so über die ganzen Jahre, so noch, wo er Giraffenhals hatte. So bis heute einfach so Doppelmoral, Doppelmoral. Jedes Mal, wenn er es gesagt hat. Das wäre lustig. Sind trotzdem immer noch... Ich glaube, das dauert irgendwie so 2 Stunden wahrscheinlich. Gut bewertet, aber das ist so eine Sache, die mir in letzter Zeit aufgefallen ist. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Bis dann. Okay, thanks, bye. Großartig. Super. Du hast es gecheckt. Das ist das größte Problem, das wir gerade online haben. Ja, diese Leute, die spalten und hetzen und dann ihre Follower, die einfach überhaupt nicht mehr normal denken können, sondern jedes Mal, wenn irgendetwas passiert, sind sie einfach in so einem fucking Modus, wo sie einfach nur ihre Seite beschützen wollen und einfach komplett irrational werden. Ja. Crazy. Ja, auf so bei Pseudolinken, Pseudolinke ist gleich Pseudorechte. Wir haben das schon lange gecoint. Ja. Schön, dass er hier ist. Hufeisenspalter, so ist es. So ist es. Wenn du den Diskurs ablehnst, tust du leider auch spalten. Nein. Schau, ich bin von Anfang an von Rassisten abgespalten. Und wenn ich mit ihnen nicht reden will, wurde nichts gespalten. Verstehst du? Es ist vollkommen okay. Genauso wie sie von mir abgespalten sind, weil sie Rassisten sind. Das heißt, da wurde gar nichts gespalten. Alles ist gut. Man muss nicht mit jedem reden. Alles gut. Man muss schon eine Qualifikation erfüllen. So. Super Kuchen.